So ein Vollidiot, Mann. Ja, fahr auf der falschen Spur, Digga. Gar kein Problem, Mann. Maschallah. Ja, das hast du wie ein Weltmeister gemacht, das weißt du, gell? Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Das Wetter heute ist unnormal geil. Ich glaube, heute ist der wärmste Tag des Jahres, also bis jetzt. Und es sind nur 32 Grad. Das sage ich jetzt noch. Ich weiß schon, in einer halben Stunde werde ich mich so aufregen über die Hitze. Aber ich trage kein Hoodie. Von daher wird es irgendwo verträglich. Boah, es ist richtig warm. Also der Wind ist warm auf mir. Es kühlt nicht. Okay, es wird gerade unangenehm warm. Es war auch gerade sehr unangenehm, den zweiten Gang anzufahren. Digga, mach doch dir einfach deine Augen auf. So ein Vollidiot, Mann. Im Übrigen, ich habe ja mal in einem Video gesagt, dass ich mich verbrannt habe am Knöchel. Ich glaube, ich weiß, wie ich das geschafft habe. So, wenn ich bremse, stehe ich gerne. Ups. Wenn ich bremse, stehe ich gerne so auf der Bremse. Nur hinten mit der Ferse. Und dabei bist du halt sehr, sehr, sehr nah am Öltank. Und da ist es sehr leicht mal so, dass der Knöchel den Öltank berührt. Also weiß ich jetzt, woher meine Dummheit kommt. Weil ich die Bremse nicht richtig benutze. Was ist denn das für ein Auspuff beim Smart, Digga? Digga, das sieht so kacke aus. Digga, weißt du, wo dein Gas ist? Soll ich nach links auf dem Ring drauf? Wäre eigentlich schneller. Aber nö. Da werden Strafzettel verteilt. Ja, fahr auf der falschen Spur, Digga. Gar kein Problem, Mann. Da steht einfach ein Rolls Royce. Warum? Also erstmal ein RS6 und da vorne der Rolls Royce. Das kann man machen. Der X5 hat sich entschieden, ein bisschen schlafen zu gehen. Ah, jetzt geht's weiter. X3 sogar noch. Yo, wie hässlich sah das bitte aus, Mann? Also der A2 ist ja an sich schon kein besonders hübsches Auto. Aber das, das kann man doch nicht machen. Das ist eine Daytona. Und das ist eine Frau, die fährt. Kann man mit solchen Schuhen überhaupt fahren? Maschallah. Sie hat das Bein halt so, wie man es eigentlich haben sollte, nämlich nur vorne mit der Fußspitze auf dem Raster drauf. Das Bike sah aber auch echt heftig geil aus, Mann, mit diesem Schwarz und Gold, Digga, das hat heftig gepasst, Mann. Ne, Duke. Aber die große Duke ist das, oder? Ich glaube nicht, dass der 125er so einen Reifen drauf hat. Was sind denn das für Reifen? Sind das Semi-Slicks oder wie? Jo, das ist keine 125er. Ist das die Super Duke oder wie? Ich konnte halt leider die Zahl vorne nicht sehen. Aber vom Fahrverhalten her sah das schon sehr, sehr stark aus. Ford Puma. Den sehe ich gerade zum ersten Mal. Es ist der kleine Bruder vom Cougar. Halt einfach dein Maul. Ah, Samstag ist eigentlich immer so Cars. Das war schon sehr, sehr rot jetzt. Boah. Was habe ich am Anfang des Videos nochmal gesagt? Das sage ich jetzt noch. Ich weiß schon, in einer halben Stunde werde ich mich so aufregen über die Hitze. Aber 25 Minuten und ich halte es nicht mehr aus. Und ich stand ja nicht mal wirklich viel. Also ich bin wirklich viel jetzt schon gefahren. Es bringt gar nichts. Wenn du in der Sonne bist, alles ist warm. Könntest du 200 fahren? Warm. Boah, ist die schmutzig, Digga. Ah, das ist ja eklig. Vielleicht sollte ich das Bike sauber machen. Wohin willst du? Kannst du dich auch entscheiden? Was machst du denn? Wir können jetzt Wetten abgeben, wie full die Isar sein wird. Dem Wetter und der Uhrzeit nach zu urteilen, komplett full. Ich bin halt voll gut gelaunt. Ich überhole keine Rollerfahrer. Zumindest nicht aggressiv. Ich beschwere mich nicht. Zumindest nicht zu viel. Ah, ich dachte schon, dass Fuller ist. Das geht eigentlich noch klar. Ja, das hast du wie ein Weltmeister gemacht, das weißt du, gell? Ja, was macht ihr jetzt?
Der Chor hat ja gar keine Zeit, Digga. Ha, YouTube, komm, hau mal rein. Video muss doch irgendwann enden, oder? Bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Genießt es wirklich aktuell unnormal geile Wetter, was hoffentlich auch ein bisschen länger anhalten wird und nicht wieder eine Woche und dann die Welt nochmal untergeht. Bleibt mir gesund, weil Corona gibt's immer noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.